Liebe Petra, ich habe gelesen in der Zeitung, dass du ein Service hast von Schokoladenmädchen. Habe ich mit Begeisterung gelesen. Und da habe ich mich entschlossen, am Porzellanmuseum das Bild der Schokoladenmädchen, das ich auf Porzellan gemalt habe, zu übergeben. Super. Es war eine ganz kleine Geschichte und zwar treffen sich die letzten Grathammermaler zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst. Und im Herbst entschließen wir irgendwo eine Tagesfahrt hin. Und da haben wir uns entschlossen, dass wir eine Tagesfahrt nach Dresden machen. Aha. Und wenn wir dann in Dresden waren, haben wir uns auch im Ding das angeschaut und da habe ich ein Schokoladenmädchen hängen sehen. In der Gemäldegalerie in In der Dresden. Ja, Gemäldegalerie. ja. Ich habe es eigentlich gar nicht so richtig registriert. Ich bin einfach hingeschaut zwar, aber bin vorbeigegangen. Und wenn wir dann im Wirtshaus zusammengesessen waren, haben wir ein wenig geklatscht, ein wenig geredet, habe ich gesagt, Mana, ich mache jetzt nur einmal in die Gemäldegalerie, ich mache mir ein Schokoladenmädchen, nur einmal anschauen. Dann bin ich nur einmal hingegangen und da war ich eine halbe Stunde vor deren Bild gestanden und habe mir das intensiv betrachtet. Und da habe ich meine Liebe entdeckt zu deren Gemälde. Und dann habe ich gedacht, wenn du heimkommst, das machst du mal. Und wenn wir dann wieder daheim waren, habe ich das in meine Unterlagen gelegt, die Karten. Du hast also eine Postkarte gekauft, damit du Ja, das ich habe mir Vorlage hattest. einen Kunstdruck gekauft, unten an der Kasse. Und wenn wir dann wieder heimgekommen sind, habe ich das in meine Unterlagen gelegt und habe überhaupt nicht mehr dran gedacht. Das war vor 8 Gauern. Und als das letzte Gauer, weil ich dann das gelesen habe, für dein Service, habe ich gedacht, Mensch, du wolltest doch ein Schokoladenmädchen malen. Und dann bin ich zum Rosenthal rauf, ich habe eine Porzellanplatte gebracht. Habe mir eine Porzellanplatte gekauft und habe angefangen, ein Schokoladenmädchen zu malen. Und jetzt bin ich so weit, dass ich das Bild am Super. Museum überreichen will. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist natürlich ein Geschenk, das das Museum auch nicht jeden Tag kriegt. Vor allen Dingen haben wir uns ja die ganze Zeit überlegt, was wir in unserer Inszenierung hinter dem Tisch hängen könnten, was eigentlich unserem Servi gut tut. Und das ist natürlich perfekt. Sowohl von der Größe als auch vom Rahmen her passt es hervorragend rein. Und das Motiv ist natürlich immer toll, wenn man sieht, was doch die Maler im 18. Jahrhundert auf Öl gemalt haben oder Ja. im 17. Das Ja. Gemälde von Lyotard ist ja nun schon älter und das Ganze jetzt im 21. Jahrhundert auf Porzellan ist natürlich hervorragend. Also ganz herzlichen Dank. Darf ich fragen, wie lange du gemalt hast an dem Bild, an der Platte? 60 Stunden. 60 Stunden. Und wie oft gebrannt? Dreimal. Dreimal gebrannt. Und jedes Mal ist es ja Abenteuer, kommt es Ja, ganz aus ganz dem genau. Ofen. Ja. Oder nicht? Also Mal, wenn der super. letzte Brand ansteht, habe ich schon immer ein wenig Angst, weil mir hat es auch schon Porzellanplatten zerrissen vom letzten Brand. Und dann ist der Zeitpunkt da, wo ich einfach, weil es mich seelisch und moralisch niederdrückt, mal ehrlich so. Weil ich schon immer mit Leidenschaft Porzellanmaler war. Und bin es jetzt halt noch. Das ist einfach meine Liebe. Einer der wenigen seiner Gilde, der heute noch Ja, diesen Mädchen nachgeht. aber das hat hingehauen und das freut mich und mich freut es nur mehr, dass es eigentlich zur Verfügung stellt. Super, ganz, ganz herzlichen Dank.